Die Gewissheit wächst. Aachen, 15.10.1989. Ulla hatte Alex den Band des Bibellexikons, der sich mit Jesaja beschäftigte, mitgebracht. Alex hatte das Buch verschlungen, aber er war ohne Antwort geblieben. Mittlerweile hatte er sich mehrere Bibellexika ausgeliehen und eine sogar gekauft. Aber in keinem der Bücher fand er eine Erklärung für Jesaja 66 oder für Hiskias Äußerung. Irgendwie schien er nicht vorwärts zu kommen, bis zu jenem Traum. Am Abend vorher war Bibelstunde. In den letzten Wochen waren die Fragen, die Alex zu Johannes 3 und zu den Texten aus Jesaja und 2. Könige geäußert hatte, unter den jungen Leuten mehrfach bewegt worden, aber niemand war in der Lage, Alex in dem Thema weiterzuhelfen. Nach der Bibelstunde verabschiedete er sich und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Er machte sich noch einen Tee, saß in seiner Küche auf einem Stuhl und dachte nach. Es konnte doch nicht sein, dass ein so zentrales Thema wie die Wiedergeburt, die zu den wichtigsten Themen christlicher Verkündigung gehört, so wenig bekannt war. Natürlich gab es im Neuen Testament 4 bis 5 Stellen, die von der Wiedergeburt sprachen, aber die Frage, wo die Wiedergeburt im Alten Testament vorhanden ist, blieb unbeantwortet. Eigentlich, so dachte er, geht es uns nicht anders als Nikodemus. Nur mit dem Unterschied, dass er Alttestamentler war. Er war nicht wiedergeboren. Aber die Wiedergeburt reklamieren wir für uns als Christen. Damit müssten wir doch auch die Bibel besser verstehen können als Nikodemus, oder nicht? Es kam ihm so vor, als ob Jesus selbst ihn danach fragte. Da kam ihm der Gedanke, dass er eigentlich auch Jesus danach fragen könnte. Er faltete seine Hände und betete. Er bat Gott, dass er ihm doch Licht geben möchte für diese Bibelstelle. Er bekannte, dass er kein sehr vorbildlicher Christ sei und dass er allein aus Gnade gerettet worden war. Aber er suchte nach Verständnis im Wort Gottes und er bat seinen Herrn, dass er ihm helfen möchte. Er entschuldigte sich dafür, dass er bisher nur Auslegungen zu Rate gezogen und nicht den Herrn des Wortes selbst ganz konkret nach diesem Thema gefragt hatte. Er erinnerte sich daran, dass auch Salomo um Weisheit gebeten hatte und dass irgendwo im Jakobusbrief stand, dass man um Weisheit bitten solle, und das tat er jetzt. Er schloss mit einem Amen, trank den letzten Schluck Tee und ging zu Bett. In der Nacht träumte er heftig. Mehrfach wachte er schweißgebadet auf, schlief dann aber wieder ein, um am Morgen wie gerädert aufzuwachen. Der Traum, den Alex hatte, ging ihm den ganzen Tag über nach. Eigentlich war er falsch. Zumindest in seinen Augen. Er hatte geträumt, in Jerusalem zu sein und mit Hiskia die Belagerung zu erleben. Aber vor den Toren der Stadt standen nicht die Assyrer, sondern seltsamerweise ein babylonischer Krieger, der seinen Namen rief. Das war nicht in Übereinstimmung mit der Bibel, zumindest nicht mit der Bibelstelle, die er in 2. Könige gelesen hatte. Dort waren doch die Assyrer die Belagerer und nicht die Babylonier. Gab es noch eine weitere Belagerung Jerusalems? Als er am Abend aus der Uni nach Hause kam, nahm er seine Konkordanz zur Hand und suchte nach Babylon. In einem der Bibellexika fand er eine Stelle darüber, dass Jerusalem auch von Babylon belagert worden war und dass dies zur Zeit des Propheten Jeremia im Jahr 586 vor Christus geschah. Er nahm also seine Bibel und las das Buch Jeremia. Schon in Kapitel 4 stockte er. Er fand dort folgende Stelle: »Ich sah und siehe, das Fruchtland war eine Wüste.« Und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn und vor seinem grimmigen Zorn. Denn so spricht der Herr: Das ganze Land soll wüst werden, aber ich will mit ihm doch nicht ganz ein Ende machen. Darum wird das Land betrübt und der Himmel droben traurig sein. Denn ich hab's geredet, ich hab's beschlossen und es soll mich nicht gereuen. Ich will auch nicht davon ablassen. Aus allen Städten werden sie vor dem Geschrei der Reiter und Schützen fliehen und in die dichten Wälder laufen und in die Felsen kriechen. Alle Städte werden verlassen stehen, sodass niemand darin wohnt. Was willst du dann tun, du Überwältigte, wenn du dich schon mit Purpur kleiden und mit goldenen Kleinoden schmücken und dein Angesicht schminken würdest, so schmückst du dich doch vergeblich. Die dir jetzt den Hof machen, werden dich verachten. Sie werden dir nach dem Leben trachten. Denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist. Ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet: Ach weh mir, ich muss vergehen vor den Würgern. Das gibt's doch nicht. Auch hier war wieder die Rede von einer Gebärenden, von einer, die in ersten Kindsnöten ist. Und wieder ging es um Zion. Die Situation ähnelte der bei Hiskia sehr, bis auf die Tatsache, dass jetzt die Babylonier Jerusalem belagerten.
In Jeremia wurde die Belagerung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus beschrieben. Die Belagerung unter Hiskia hingegen war im Jahr 701 vor Christus. Es waren zwei unterschiedliche Belagerungen, zu unterschiedlichen Zeiten. Und beide Male war die Rede davon, dass jemand gebären soll. Und dieser jemand war beide Male die Tochter Zion. Auch in Jesaja 66 stand, dass Zion gebären solle, allerdings ohne, dass sie Wehen gehabt hätte. Das passte für Alex noch nicht zusammen. Aber zumindest hatte er eine weitere Stelle gefunden, die von Geburtswehen sprach und die die Bibel erstaunlicherweise in Zusammenhang mit einer Belagerung der Stadt Jerusalems brachte. Aber das war nicht die einzige Stelle, die er im Buch Jeremia fand. Er las weiter. Jeremia 13, Vers 20. Hebt eure Augen auf und seht, wie sie von Norden daherkommen. Wo ist nun die Herde, die dir befohlen war, deine herrliche Herde? Was willst du sagen, wenn er die über dich zum Haupt bestellen wird, die du als Freunde an dich gewöhnt hast? Was gilt's? Es wird dich Angst ankommen wie eine Frau in Kindsnöten. Na so was. Noch eine Stelle. Scheinbar kommt ein Heer von Norden und greift an. Und wieder eine Beschreibung von einer Frau in Kindsnöten. War das nicht ganz ähnlich wie in 1. Thessalonicher 5? Alex suchte nach der Bibelstelle und fand sie in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Offensichtlich wusste Paulus auch von so etwas wie Schwangerschaft, dachte Alex. Aber warum vergleicht Paulus die Wehen einer schwangeren Frau mit Verderben? Sicher, bei einer tatsächlichen Geburt waren die Wehen für eine gebärende Frau schmerzhaft, aber es würde doch bald ein Kind geboren werden. Wehen waren doch kein Verderben, sondern die Vorboten für neues Leben. Aber warum formuliert Paulus das so, fragte sich Alex. Er fand keine Antwort und las weiter in Jeremia. Als er in Kapitel 30 ankam, stockte er erneut. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden. Deutlicher konnte man es kaum formulieren. Irgendwie ging es im Buch Jeremia während der Belagerung der Stadt Jerusalems durch die Babylonier ganz deutlich auch um Geburt. Er lehnte sich zurück und dachte nach. Könnte es sein, dass Gott sein Gebet erhört hatte? Offensichtlich gab es nicht nur eine Belagerung Jerusalems durch die Assyrer im Jahr 701 vor Christus, sondern auch eine Belagerung durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Beide Male vergleicht die Bibel die Angst in der Belagerung mit den Wehen einer schwangeren Frau, sodass man sagen könnte, die Tochter Zion wird angegriffen und hat Angst. Die Bibel vergleicht diese Angst, als ob die Tochter Zion Geburtswehen hätte. Irgendwie muss Paulus auch davon gewusst haben, dachte Alex. Könnten das vielleicht die Bibelstellen sein, die Jesus meinte, als er mit Nikodemus redete? Wusste Paulus nach seiner Bekehrung vielleicht mehr als Nikodemus? Das wäre eine erstaunliche Sache. Alex war ganz aufgeregt. Er überlegte, ob er Nick anrufen sollte, aber er verwarf den Gedanken gleich wieder, weil er sich über diese Dinge erst ganz klar sein wollte, bevor er jemand Drittes darauf ansprechen würde. Aber angenommen, es wäre so, dass Zion als Stadt des großen Königs wiedergeboren werden würde. Warum war dann zur Zeit Hiskias keine Kraft da? Und was war mit Jesaja 66? Wieso gab es eine Geburt ohne Wehen? Er musste seinen Herrn danach fragen. Freudig erregt faltete er seine Hände und dankte Gott für den Traum, den er gehabt hatte. Gleichzeitig bat er ihn, dass er ihm sein Wort auch weiter erklären möchte und dankte, dass Gott sein Wort durch die Jahrhunderte und Jahrtausende bewahrt hatte. Sogar solch unverständliche Stellen wie die in Jesaja, 2. Könige und Jeremia waren von den Juden durch die Jahrhunderte unverändert abgeschrieben und weitergegeben worden, obwohl sie wahrscheinlich zu ihrer Zeit noch nicht wirklich verstehen konnten, was sie da abschrieben. Sollte jetzt die Zeit sein, wo Gott sein Wort für diese Dinge öffnen würde? Vielleicht. Aber sollte er, Alex, derjenige sein, der diese Dinge finden sollte? Er fühlte sich überfordert. In jedem Fall wollte er die Dinge aufschreiben. Er wollte sie notieren, damit er sie vor Augen hatte und besser darüber nachdenken konnte. Er holte sich einen Zettel und einen Stift und begann, die Bibelstellen untereinander zu schreiben.
Dann holte er einen zweiten Zettel und begann, die Bibelstellen nach Themen zu ordnen. Aber auch das verwarf er wieder, und nach einer halben Stunde war ihm klar, dass er allein mit Papier und Bleistift nicht weiterkam. Er brauchte einen PC. Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts begann die Computerrevolution. Apple, Atari, IBM, Microsoft und viele andere Firmen schossen wie Pilze aus dem Boden. Hochintelligente junge Menschen verstanden, dass die Welt sich ändern würde, weil der Personal Computer geboren war. Alex brauchte so eine Maschine. Er fuhr zur Sparkasse, hob Geld ab und fuhr zum nahegelegenen Horten. Vorgestern hatte er doch gesehen, dass dort ein Schneider-PC im Angebot war. Das Gerät bestand eigentlich nur aus einer Tastatur mit einem Einschub für eine kleine Floppy-Disk. Es war ein Gerät der moderneren Generation. Es konnte schon die neuen 2,5-Zoll-Disks mit 720 Kilobyte Speicherplatz und auch sogenannte High-Density-Disks, HDD-Disketten, mit sagenhaften 1440 Kilobyte Speicherplatz lesen. Wahnsinn! Er nahm sich ein Gerät aus dem Regal und packte es unter seinen Arm. Dann ging er zu dem Regalfach, in dem die Monitore standen. Es gab zwei Versionen. Einen mit einem schwarzen Hintergrund, auf dem grüne Schrift zu lesen war, und eine etwas modernere Version, deren Schrift sogar bernsteinfarben war. Er wählte das Modell mit der bernsteinfarbenen Schrift. Nun brauchte er einen Einkaufswagen, denn der Monitor war genauso tief, wie er breit war. Die Dinger funktionierten noch mit einer braunschen Röhre. Die Schrift war einfach und verpixelt. Nur der modernere und sehr viel teurere Atari hatte schon einen grauen Hintergrund, auf dem schwarze Symbole zu sehen waren, die die Verzeichnisse und Dateien symbolisierten. Aber dafür hatte Alex kein Geld. Er brauchte nämlich auch noch einen Drucker. Also schob er seinen Wagen weiter und entschied sich für einen neuen Nadeldrucker. Das Ding machte beim Drucken einen irren Lärm und erzeugte auch kein so gutes Schriftbild wie die moderneren 24-Nadeldrucker, aber für seine Zwecke reichte es. Er nahm noch ein Paket Druckerpapier mit und ging zur Kasse. Kurz darauf baute Alex in seiner Wohnung alles auf. Er war mächtig stolz. Jetzt konnte er die Texte in den Computer eingeben. Als er das Gerät einschaltete, fiel ihm auf, dass er kein Programm hatte, mit dem er Texte bearbeiten konnte. Also fuhr er zum zweiten Mal mit seinem Fahrrad zum Horten und kaufte sich eine Software auf einer 2,5-Zoll-Disk. Zurück in seiner Wohnung schob er die Diskette ein und startete das Programm. Alles funktionierte. Er rieb sich die Hände und freute sich. Jetzt könnte er das, was er in der Bibel gefunden hatte, eintragen, jederzeit ändern und neu bearbeiten. Die ganze Nacht über suchte er nach Stellen in der Bibel und wurde weiter fündig. Beispielsweise fand er weitere Hinweise in Micha 4. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen und die ich geplagt habe. Und ich will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion, von nun an bis in Ewigkeit. Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine in Kindsnöten? Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten, denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen, aber von dort wirst du wieder errettet werden, dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Wieder war die Rede von Geburt und wieder in Verbindung mit der Tochter Zion. Eine weitere Bibelstelle fand Alex gleich im folgenden Kapitel. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indessen lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Diese Bibelstelle war für Alex besonders wichtig, denn hier stand, dass die, die gebären soll, und das schien nach dieser und auch nach allen anderen Bibelstellen die Stadt Zion zu sein, auch gebären würde. Wenn es aber bei diesen Bibelstellen bildhaft um die Wiedergeburt ginge, dann würde ja die Stadt Jerusalem wiedergeboren werden. Aber etwas stimmte nicht. Nach seinem Wissen war es doch so, dass nach 2000 Jahren Christenheit viele Tausende und vielleicht Millionen Menschen in aller Welt Christen geworden und daher wiedergeboren waren. Die Stadt Jerusalem aber nicht.
Niemand hatte ihm jemals von einer Wiedergeburt der Stadt Jerusalem erzählt. In keiner Predigt hatte er davon gehört. Auch die Kassetten, die er auf seinem Kassettenrekorder im Zeichenraum hörte, hatten niemals von einer Wiedergeburt Jerusalems berichtet. Warum nicht? Und wie passte das, was Alex gefunden hatte, zusammen? Es war wie ein Bibelpuzzle. Alex ging in die Küche und machte sich einen Kaffee. Er dachte nach. Wann war denn so etwas wie neutestamentliche Wiedergeburt überhaupt zum ersten Mal geschehen? Das war vor 2000 Jahren, als in Jerusalem zu Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen wurde. Aber zu der Zeit war Jerusalem gar nicht belagert. Ja, dachte Alex, aber das würde eigentlich mit Jesaja 66 zusammenpassen. Denn dort stand, dass sie, und das ist aus dem Text zusammen eindeutig die Stadt Jerusalem, geboren hat, ehe sie Wehen hatte. Das ist so ungewöhnlich, dass sogar Jesaja in seinem Text fragt, wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen? Alex wusste nun, wer das gehört und gesehen hatte, er selbst und mit ihm alle Christen auf der ganzen Welt. Alex und alle Christen wussten, dass Zion zu Pfingsten vor 2000 Jahren in seinen Mauern Wiedergeburt erlebt hat, obwohl sie nicht belagert war, also keine Wehen hatte. Plötzlich konnte Alex die Bibelstelle verstehen. Er wusste, was Jesaja hier meinte. Jesaja meinte Pfingsten. Das war ein großer Moment für ihn. Zum ersten Mal begann er zu verstehen, welche unerwartete gedankliche Tiefe das Alte Testament hatte. Er konnte jetzt in allen Einzelheiten nachvollziehen, was Jesus meinte, wenn er mit Nikodemus über die Wiedergeburt sprach. Er freute sich über Gottes Wort wie jemand, der eine große Beute macht, wie es im Psalm 119 steht. Es war ihm, als ob er sich mitten in der Bibel befände, mitten im Geschehen Gottes. Er hatte keine große Vision oder irgendwelche charismatischen Gefühle gehabt. Er hatte keine Stimme gehört oder eine Schrift an der Wand gelesen. Er hatte einfach die Bibel gelesen und Gott im Licht gebeten. Und nun fügten sich die Bibelstellen vor seinen Augen zu einem großen Ganzen zusammen. Er erinnerte sich daran, dass Hiskia ja auch von Geburt sprach. Aber er beklagte sich darüber, dass keine Kraft da sei zu gebären. Und das verstand Alex jetzt plötzlich auch. Denn Wiedergeburt war ja erst seit Pfingsten vor 2000 Jahren möglich. Damals wurde der Geist Gottes zum ersten Mal überhaupt ausgegossen. Aber zur Zeit Hiskias war der Geist Gottes eben noch nicht da, weil diese Begebenheit der Geistesausgießung in Jerusalem erst über 700 Jahre später stattfand. Das war also der Grund, warum Hiskia sagte, die Kinder sind gekommen an die Geburt, aber es ist keine Kraft da zu gebären. Die Kraft, die zur Zeit Hiskias fehlte, war der Geist Gottes. Die Belagerung der Stadt war im Jahr 701 vor Christus. Zion kommt in Wehen, aber der Geist Gottes sollte erst 33 nach Christus, also ungefähr 734 Jahre später, zu Pfingsten in Jerusalem ausgegossen werden. So konnte die Stadt zur Zeit Hiskias noch nicht zur Wiedergeburt kommen. Ja, dachte Alex, so musste es sein. Es konnte auch nur so sein. Die Stelle konnte nur so erklärt werden. Es gab keine andere Lösung dafür. Alex war plötzlich klar, dass es kein Übersetzungsfehler war oder irgendeine undeutliche Stelle. Vielmehr fehlte ihm selbst bislang einfach das Verständnis für diese Bibelstelle. Und dieses Verständnis war ihm gerade geschenkt worden. Dank sei Gott, dachte er, wie genau doch die Bibel war. Hiskia redete in dieser Not wie ein Prophet und er redete von zukünftigen Dingen genau wie Jesaja. Jesaja beschreibt in Jesaja 66 das Pfingstfest zu Jerusalem, an dem der Geist Gottes ausgegossen wurde. Die Stadt kam zum Glauben, zur Wiedergeburt, zur Geburt, wenn man so wollte, ohne Belagerung, das heißt ohne Wehen gehabt zu haben. Alles passte jetzt zusammen. Alex freute sich wie ein Schneekönig. Die Zeit war wie im Flug vergangen. Als er auf die Uhr schaute, war es schon kurz nach 3 Uhr morgens. Aber er war überhaupt nicht müde. Die Freude darüber, dass sich plötzlich alle diese Bibelstellen so herrlich zusammenfügten, war so groß, dass er die Zeit vollkommen vergessen hatte. Er lehnte sich zurück. Plötzlich zweifelte er. Was wäre, wenn er sich irrte? Vielleicht hatte er sich nur verrannt. Vielleicht war er auf einem vollkommen falschen Weg. Wie konnte es sein, dass die vielen Theologen, die doch die Bibel studiert hatten und sich berufsmäßig mit dem Lesen, dem Erklären und dem Predigen der Heiligen Schrift befassten, hierüber bislang überhaupt nichts veröffentlicht hatten? Es war ihm rätselhaft. Er schüttelte den Kopf.
Es war nun wirklich genug. Er fuhr seinen Computer runter und ging zu Bett. Er konnte nicht gleich schlafen, aber er dankte seinem Gott für das, was er ihm in seinem Wort gezeigt hatte, und er war einfach nur glücklich. Wohin ihn diese Kenntnis noch führen sollte, war ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, und er hätte es sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können.